Hi Leute, willkommen mal wieder zurück zum 15th Alabama. Heute bin ich im Spectator-Modus, was daran liegt, dass ich seit neuestem Slime Battle hoste und Nitek und ich wechseln uns immer ab. Mit ein bisschen auf die Regeln achten, ob so jeder die Regeln Jump einhält. Over the fence, please. Und deswegen machen wir das heute mal von hier oben erstmal. Wir hören schon zwei Runden oder sowas und dann kommt Nitek dran und dann sind wir beim 15th in der Linie. Ja. Ich bin Union, Janik. Deutsche Organisation. Ja, stimmt, genau. Wir sind heute auf der Union-Seite wegen Balancing-Gründen. Wir gehen jetzt noch da. Da sind sie. Sag mal, läuft ein Betonmixer in deinem Zimmer, Janik? Nee, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das ist bei jemand anderem. That's not me. No. Alter, heute sind wir relativ viele eigentlich. Das freut mich doch mal wieder. And jump over the fence again. Ja, och, komm, scheiß auf das Pferd. Ich wäre auch froh, wenn ihr ein bisschen öfters zum zum Mittwoch Slime Battle kommen würdet. Das war eigentlich diese Woche ganz lustig gewesen, fand ich, das Mittwoch Slime Battle. Würde mich freuen, wenn ihr dazu auch noch kommen würdet. Weil da waren wir relativ wenige. Ja, bitte. Da hat sich irgendjemand umgedreht, um das Pferd von Nitek zu töten. Ganz ehrlich, Leute, sowas kann man echt nicht bringen. Auch wenn wir Union sind, sowas können wir nicht bringen. Ich hoffe, derjenige hat wenigstens ein bisschen was von der Hüfte mitgenommen. Die soll ja sehr zart sein. Ich glaube, er hat gleich Line Slow Pace. What? Das heißt Shift drücken. Ja, schon klar, aber das gibt's noch. Ja, das gibt's noch. Rack one line, please. Double time. Warte, wenn ihr euch an einem Platz drängelt, dann muss halt einer mal nachgeben. Also ganz ehrlich. Take cover behind this fence here. That's what she said. Oh, ich würde euch so gerne was sagen, aber ich darf nicht. Ich weiß, sag's auch nicht, weil... Wir sind Union, wir dürfen alles, Janik. Wir sind Union, wir schummeln einfach, wie wir es immer tun. Ganz einfach. Fällt ein. PTS war mal aktiv. Nitek, wollten wir nicht die Kamera locken? Ey! Die wollten wir nur für Nebelmaps locken, soweit ich weiß. Nee, echt? Das war ja die Sache. Dann lock sie halt. PTS? Ja? Bietet dieser Zaun Deckung? Ja. Kann er mal, warte, ich stelle mich auf die andere Seite und schieß auf dich, mal gucken. Also die Wellenlänge PTS? Sagt ja. Ja? Weil Union ist einer, der sich bloß Mercenary nennt, ohne Tech und so weiter. Mhm. I don't care. Ja, wenn du Scheiße machst, dann bann ich ihn. Ein guter Söldner halt. Weit. Na, mit dem Ping macht er eh nicht viel. Vielleicht ist es noch ein Bot. Also ich sehe jetzt nicht so viel, okay. Und wie sie warte sehen, mal. Sehen sie nicht. Bei der Sang State there, kann man da reingehen oder ist da schon Levelgrenze hier? Es sieht nach BBG Bank rund aus. Okay, line over the fence to me, please. Lümmel. Ich finde es so verwirrend, wenn niemand. Oh, First Blood. Moving line. Ich finde es so verwirrend, wenn man. That's what she said. Wenn hier. Wenn man die Flaggen über den Köpfen von den Leuten nicht sieht, finde ich das übel verwirrend. Weiß immer nie, wer ist jetzt. Vor allem, wenn beide blau und grau haben, ne? Aber dafür gibt es ja diese schön unterscheidbaren Uniformen. Naja. Ich kann meine Kamera nicht immer bewegen, Alter. Leute. Ja, weil du die gelockt hast, du Held. Du Genius. Die ist auch mach's mal weg. Mach sie lieber weg, das Lock. Mach das Locken einfach weg. Ja, mach ich. YOLO. Wir sind eh bei der Union, also von dem. Slow Pace. Warte mal. Geht's hiermit nicht? Nee, damit geht's auch nicht. Ey, Doggy, Slow Pace. Gut. So, okay, Double Time. Problem erledigt. Hm. Wie umgehen sie? Benutzen das Hintertürchen. That's what she said. Oh je. Wieso Ghost und töten uns? Also ich sehe links keine Scharfschützen, also zumindest sehe ich nichts Blaues. Ich sehe links ein Pferd im Wald. Also ich klicke hier gar nicht durch, wer ist, um ehrlich zu sein. Okay, das sind Unionsgruppen. Ach stimmt, scheiße. Ich bin zu sehr gewohnt nach Ding, Slow Pace. Ich bin zu sehr gewohnt. Die konföderierten Scharfschützen sind blau. Sind sie das? Ja, die konföderierten Scharfschützen sind blau. Einige. Einige? Ja, die haben unterschiedliche Uniformen. Oh, ich habe immer nur blaue. PTS ist selective. Jump over the wall. Oh goddammit. Failed. Das sieht doch noch recht akzeptabel aus momentan.
was hier so abgeht. Bestätigung von einem Offizier, dass das rechts Feinde sind, die da schießen. Richtig. Oh. Wir könnten sich einfach Charlie einschlagen. Yeah, what's it? It's okay if I move you. Yeah, of course. You were moved. The other server, the Union, is short a few. We can all fit on one server. Would that be cool if all of us moved over to your server? Of course. How many guys do you have? 62. 62. Oh. Yeah, okay, that should fit in. Only DA or Union Army 2? The Union 2. Union 2, yeah, okay, then they should just join, go to the Union side, and you to the DA side, and then everything should be cool. I hope it's balanced then, but yeah. I think they're gonna need like 10 guys sent over, maybe 20. Yeah, okay, then we are going to switch it and so on. Yeah, that should be all right. Yeah. Alright. Yeah, just join the server and then join the teams, conf or union, and then we are going to change if needed. Okay. So. Yeah. Could you move me back, please? Yeah. 1 second. Yeah. Tut mir leid. Wir machen es jetzt komplett anders. Wir gehen einmal, everybody finish reloading, then jump over the wall to your left here, the stone wall, after reloading. Ich hatte einen Banner, ich war da im Busch. Er steht in deiner eigenen Linie. Guys! PTS Selector! Marsch! PTS? Ja? Idiots. Bayonet, also sollen wir Bayonette aufmachen? Gleich. Okay. PTS? Du Dickhead, du bleibst da, wo du bist, ja? Er steht in deiner Linie, hat die gleiche Uniform wie du und du denkst immer noch, er ist ein Feind, nur weil er keinen Banner hat? Das PTS wurde nicht angenommen. Doch, ich hab ja gesagt. Achso, sorry. Die Kampf hinter uns feindlich? Nein, das sah freundlich aus, ja, es ist freundlich. Okay, everybody fix Bandits, sehr freundlich aus. Everybody fix Bandits, follow me. Make ready for a fight after this house corner here. Und das ist eine fröhliche Kraft, die ist jetzt sehr fröhlich. Jetzt ruhe jetzt mal, alle mal hier in den Hausding stehen bleiben. Gelber Yeti bewegt deinen Arsch hierher. Ist das da links, PTS? Ist das da links hin? Entschuldigung. Die Bunny Blue Flag wird jetzt gerade von der Kavallerie angegriffen, das macht keinen Sinn, dahin zu rennen. Ich wollte gerade fragen, von wem die ist. I'm the one who's not. Da bin ich blöd oder wo sind die jetzt hin? Die sind in diesem Kornfeld. Ich gehe mal ein bisschen. Yannick. Yeah, please. What's the normal password and what's the admin password? I'm not allowed to tell you the admin password. Well, what's the normal password? Normal password is house. And the other problem is house, yeah. And the other problem is I'm recording at the moment, so it wouldn't be so good if I say the admin. Muss sein. Wieder da. Okay, and now make from the right, from the left to the right, 1 meter gaps between each soldier. Starting from the left. Come on, 1 meter gaps, 1 meter gaps. Also die Unionskraft geht ja voll ab. Who joined? Okay, wait, that's enough. And now, in slow pace, forward march. Und dann halt, ihr könnt ja mal kämpfen, anstatt irgendwie nur so... Ja, wir suchen den Feind! Ja, ich würde es euch ja gerne sagen, aber... PTS? Wir machen gerade ein Kommandomanöver durch das Kornfeld. Ihr durchkämpft's gerade, ganz gründlich. Also in dem Kornfeld sind keine dann übrigens, gell? Die laufen gerade links an euch vorbei. Mit einem riesigen Fahne rennen die gerade aus dem Kornfeld. Das ist nicht ein, das ist keine Linie, das ist nur ein einziger. PTS? Ja. Und zwei. Nightech, da hinten sind welche. Wo ist da hinten? Gute Frage. Hinter links Kornfeld. Oben. Guys, PTS ist still active. Ich hab PTS, gesagt. Im Wald? Nightech. Ja, PTS. Wenn du rausläufst, da bei der Rauchfahne, geradeaus raus. Wenn ihr jetzt geradeaus rausrennt, ich sehe sie, perfekt. Ja, ich sehe sie. Ich hab gedacht, du meinst hier rechts sie auf und schießen, aber es ist nur einer. Okay, die Kaffee kills. Oh, make ready for team kills. Nein, Scherz, ja. Ich check hier nicht durch, wer hier Unionisch und wer kommt. Diejenigen, die immer sagen, ihr sollt euch im. The guys who always said, keep PTS active and so. Please watch if someone says PTS and then gets accepted. Charge the infantry and in front. Don't say hold PTS and stuff. Fire at will. But please on short range, not from this range.
Weißt du, diese Ingenieur-Typen hier sehen aus wie Unionsleute. Wir werden aber gerade von der Unionskavallerie angegriffen. Übrigens, der Typ mit dem Helm, der jetzt gerade hin, Janik. Bayonetta greifen da gerade an. Ruhig jetzt mal, es wird gerade interessant. Everybody ja, charge, come on, fire at will. One shot. Down! Fühl dich jetzt nicht. Very great shot. Nummer 2. Oh, jetzt wird's interessant. Blau gegen Blau. Aha, welchen Blue Traum and the Blue. Was ist das für ein Monsterzaun? Alucard, Schnauze. Was denn denn? Du hast schon einen getötet. Excuse me. It was totally not my answer. Raping. What? What? Oh, Leute. Eranor. Ey, Eranor, danke. Tut mir leid, ich hab danke, aber 3 Kills gemacht. Oh, Eranor. Von wo wurde ich angegriffen? Eranor. Eranor, das war Gerechtigkeit. Jungs, ja, die Dance sind immer noch aktiv. Oder wollt ihr Stockpower reinhauen, damit die gar nichts mehr sagen können? Wer schießt hier zur Hölle? Von dem Gebäude dort wird geschossen. Das ist aber unsere. Ah, da hinten ist ja noch eins. Charge. Alter, wie lange hast du diese Map nicht mehr gespielt? BTS? Ja. Zu lange. BTS? Ja. Die Map ist auch schlecht genug, dass man sie nicht oft spielen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gar nicht so schlecht. Ja, frame-technisch ist sie schlecht. Okay. Ja, also ich habe hier flüssige 60 Frames. Oh Gott. Ich habe 90. Ja, dann schalt deine Aufnahme an. Thanks, Doug. Und HD. No, wer hat diesen scheiß Zaun hier gemappt? Jetzt komm, charge in. Vorsicht, Felix. Vorsicht an der Tür. Gut gemacht, Alex. Charge, come on. Yeah, no, what the oh, ich muss nachladen. Los, no, charge, doggy. Charge, charge. Los, doggy. los, wird's bald, Mann. Rein da. Pushen, pushen. Raus. Macht ihr da drin Ringelpiez mit Anfang? Raus. Oder was? Raus. Yes. Gut, sehr schön gemacht. Juhu! Wieso klingt das denn immer so, wenn die Union klingt, als ob das Trauermusik wäre? Weil es Trauermusik ist. Okay. Ja, weil's eben. Berechtigte Trauermusik. Weil die Union gewonnen hat. BTS? Yep. Ich muss aufs Klo. Okay, permission granted, you can go. BTS. Okay, danke. Gemahlene Nummer pingeln. BTS? Ja. Yeah. Wir haben gerade 3 verfickte Teamkills gehabt, was ist da los? Egal, wir haben gewonnen und das nur, weil das 15 Alabama reingepusht hat, finde ich gut so. Gab's schon das live? Achso, es ist ja direkt live, okay. Ey, der wer auch immer dein Mikro hat mit, erstick mal bitte. Also ich werde jetzt sicherlich nicht wegen 3 zu Chaoten resetten, sicherlich nicht, also ich mache ja vieles, aber das meine ich. Okay. Was machst du denn zum Beispiel alles? Marius, das Passwort ist Haus, also wie Dr. House. Nur ohne das DR Punkt. Und das und Leerzeichen. Und das Arm ist klein. Noch ohne Abschluss. So guys, we make a democracy voting. Ich sag's euch auf Deutsch. Wir machen jetzt mal eine demokratische Wahl. Sollen wir sie umgehen und von hinten angreifen oder sollen wir frontal drauf gehen? Frontal. Frontal. Perfekt, frontal. Wir gucken, perfekt. Das finde ich eine demokratische Wahl, wie umgehen sie? Total umgehen. DDS? Granted. Ich wollte gerade vorschlagen, du könntest ja sagen, wir machen Warcry für das eine und danach ein Warcry für das andere, weil die Leute können ja nicht doppelt Warcry machen. BTS Demokratie. Die ja sind, ein Schritt nach vorne, die nein sagen, einer hinten. BTS? Alle laufen so vorwärts. Ja. ich war ja gerade auf dem Klo und hab jetzt keinen Plan, wo ihr seid. Wir sind einfach gerade ausrennen, wir sind die einzige Linie mit den lustigen. Also nein, du soll ich resetten. Ja? Warum? Ja, tu es einfach. Enemy Cap. Kavallerie von rechts. Charge. Ja, die haben gerade vom Horseback geschossen, Yannick. Die Kav, die uns gecharged hat, hat vom Horseback geschossen. Das ist das Achter. Und 2 leaven, egal, es waren nur 2 unnötige. Yannick. How many cannons can we have? Like, look in the rules. The Union doesn't have artillery, so no cannons today. Oh, can I send? Okay, at the moment on the other server they were able to field 1 cannon. We sent 1 over. Can we do the same thing here? Yeah, if you have 2 cannons here and 2 cannons on the Union, then yes. Okay, cool. Of course. PTS.
Yes, please. Kannst du den mal sagen, wer vom Horseback schießt, wird gekickt? Weil also, bei dem haben die es einfach so gemacht. Forward march. I have like 8 cav guys, or actually like 11 cav guys. Are they allowed to play cav or no? Hey, Leute! Yeah, I mean, you are conf, aren't you? Yeah. I think on the conf are too many guys playing cavalry, so you should change to infantry. They should change to infantry. Sorry, what? Yes. They they should change to infantry. Your 8 cav guys there next round. Yeah, too many cav guys. Oh. Yeah, I know. Was ich sagen wollte ist, guck mal, das Leaderboard wird von 15s angeführt. Way. Wie toll! Unnötiger Kommentar. Ah, ja. Jump over the thing. Gibt es eigentlich einen nötigen Kommentar? User left your channel. Penis. Halt die Fresse, Melami. Leute. Da ich die YouTube-Kommentare kenne. Wait a second. Listen. Also, Nightic, wie viele Kavalleristen waren nochmal erlaubt? 15 oder 20? Ich meine, wir hatten 20 gesagt. Ich hab auch gedacht, 20. Ich trau dieser Kavallerie, die von rechts jetzt kommt, nicht so sehr. Sie ist feindlich. Die guckt nicht freundlich, gell? Ich weiß. Aber tun wollen sie Böses. Gute Nacht. Ja, na, gute Nacht. Gute Nacht. Hä? Nacht? User disconnected. Oh, Leute. Oh. Oh. Sweet dreams. Noch mal einen Schluck trinken. Right, yes, 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 I see them. Yannick, rechts von uns ist ein Rambo. Stimmt, das ist ein Rambo. Yannick, rechts von uns ist ein Rambo. Ich muss euch suchen, ich bin gerade. Klick doch einfach ganz schnell durch, bis du bei einem 15 landest. Ja, und dann guck schnell hinten ins Kompel, wo eine Rauchwolke ist, und dann weißt du, der Feind. Feind. Slow Pace, ganz kurz Slow Pace, das ist hinten unsere Kavallerie, ist es unser, okay, Double Time. Ja, achso, ein Confert, ja, ich seh's. No, mach den, hau den raus, Alter, kick bun, jump. Na, ich slay ihn. Oh. Oh, deutsche Kurs. Gut, ja, keine Ahnung. Also ich seh sag ihn mal, gar wenn nicht nur ich es oder Leute, warum haben wir das 40-100-100, ja? Ja, das da sind Union, sind Amis drauf. Take cover in the direction of the enemy. Ich finde den Typen nicht. Ah, doch. Komm, nö. Oder? Artillerie! Fire at will. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die sind ja viel zu weit weg. Alter, fuck. Das ist unsere. Ja, das ist unsere Kavallerie da, aber die Feinde sind nicht unsere. Okay, jump over the fence. Also die Unionskavallerie ist richtig gut. Seid froh, dass wir auf der Union spielen, auf Unionsseite spielen heute. YOLO, wenn wir auf der Konföderationsseite würden wir sie auch fertig machen. Ja. Ja, nix, sag nichts Falsches jetzt. Naja, so gut sei da. Ich habe versucht die Moral aufzuzeigen, wann haben wir Artillerie? Ja, seit diese anderen Typen da drauf sind. Beide Seiten haben Artillerie. Das ist irgendwie scheiße, die klauen uns die unsere Jobs. Was? Die klauen uns unsere Jobs! Das wollte ich provozieren. PTS? Yep. Pass auf die Arti auf. No, Sherlock. Ja, wir müssen eh aufpassen. Die Kavallerie haut die jetzt gerade weg. Ah ja, Frank, du hast übrigens die falsche Klasse, gell? Nur so. Oh, egal, lass ihn. Ja, lass ihn erfrieden, wie sie das ändern. Ja, einfach die letzte Einheit nehmen. Nochmal Escape, Troop Selection und dann. Oder halt. Jetzt reicht's mir. Everybody prepare to hold, okay. Crouch. What the fuck? Crouch. Jetzt reicht's mir. Wo ist der Feind, ey? Ich blick auf der Map keinen Meter durch. Man merkt's. Der Enemy ist everywhere. Schlimm. Die Map ist zu groß, Yannick. Da ist geil. Die Map ist geil. Das Problem ist, wo ist der Enemy? Da vorne ist ja eure Artillerie, da vorne links, oder? Ja, nee, da vorne ist kein. Da ist kein Feind mehr. Die wurde eben von der Dings weggeholt. Von der Artillerie. Kavallerie meine ich. Das da hinten sind unsere Bestimmungen. Ah, nee, dann ist hier einer. Forward March. Da ist hier einer. Komm, jetzt stoppen wir uns. Und Yannick, ihr habt 15 Kaffs festgelegt. Schade, fast. Ach so, ja, okay, gut. Nightic für dein Regiment. Na, aber es ist ein hard change in der Runde sowieso. Also. Da war. Yes. Ja. Yeah. Vielleicht sind Gegner im Wald. Dort sind immer welche. Make a line, please. BTS. Ja. Ich glaube, so schräg rechts vor uns, ganz weit hinten, sind Gegner. Slow Pace.
Warte mal, hey, rechts hinten Double vor train. Uns, was? What the fuck? Also, geht das so jetzt rechts von uns? BTS? Du kannst nichts sagen, Nightic hat's verstanden. Hinterm Kornfeld. BTS? Ja. Da rennt einer im Wald. Das ist ein Rambo, der kann mich jetzt mal. BTS? Wenn er dich jetzt erschießt, lach ich. Nutzt Nightic als Schutzschild. Warum muss man aufpassen? Ist er vor uns oder hinter uns? Hero Shield Activated. Was ne? Wo ist ein Rambo? Nein, es ist gar nicht festgelegt, ob das ein Rambo ist. Greift nee, jetzt finde ich sehr schön, dass du vor dem Kommandanten rennst. Oder läuft er zu einer anderen Linie? Aber wenn er angegriffen wird, wenn er wo ist er denn? Wo ist er denn? War der hinter uns? Nee, der ist vor uns, also Richtung Kornfeld eigentlich. Neben Kornfeld dahin gerannt. Wir rennen jetzt einfach mal Richtung Feind. Das ist eine gute Idee. Das Problem ist, diese Map ist so groß, dass du am Feind vorbeiläufst. You have no idea where you're going, don't you, Nightac? Should I lie or should I tell the truth? Naja, also Gettysburg, da gibt's ja irgendwie nicht groß, auf was man sich verlaufen kann. Ja, Nick. Bitte mach das nächste Mal eine kleinere Map, wo man den Feind wenigstens über die Füße läuft, wenn man hier irgendwie nicht aufpasst. Na, Dick, freust dich schon gleich Spectator zu sein. Oh ja, oh nein! Aber so schlimm ist es gar nicht, Nightic. Leute, wir spielen jetzt gerade schon die zweite Runde, wo wir normalerweise erst anfangen. Leute, gebt euch das mal! Wie geil ist es? PTS immer noch schlecht! Leute, ich will ja echt... PTS? Ja? Ich fühle mich nicht so, als würde ich in einem Laienbett. Ich glaube, das ist der Wandersimulator 2000. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ich bin da. Jetzt weiß ich, du nimmst doch auf, Video oder? Ja. Boah, das ist meine Favorite Stelle. Wie, du löst das Video. Das ist meine Favorite Stelle. Wandersimulator 2000. Aus dem Haus, da schießt's. Das schießt's. Oh Gott, Leute, bitte. Alter, wenn's einen gibt und jeder schießt sich weg, was soll ich? Ich kann nicht mehr, Alter. Wer hat das eben gesagt mit dem Vanessa-Simulator? Wer hat das gesagt? Eranor, kriegst du eine Medaille von mir nach dem LB? Komm in die Medaille. Nicht. Soll ich dir die Geschichte von dem Witz erzählen? Nein. Ich glaube, ich werde dieses Video auch nicht Line-Battle, sondern wirklich Wandersimulator. Naja, vorhin habt ihr gekämpft. Okay, everybody charge that house und ich will diesmal, dass ich... Ja, das war ein... Janik. Alucard, halt dich fern von mir, sonst erschieße ich dich. Janik, ein Teil hat gekämpft. Trinity Tiger? Nee, wen muss ich töten? Nein! Ey, wen hab ich vorhin geteamkillt? Ich hab guys, schon gesagt, guys, to the door, to the front door. Und ich will, dass ihr alle pusht, sobald ihr in der Tür seid. Einfach nur pushen, Alucard, nicht irgendwie dumm rumstehen. Ja, scheiße. Leute, ich hab gesagt, wir sollen pushen, nicht dumm rumstehen. Leute, das sind Verreckte hier alle. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe. Danke für die Munition. Hey, top auf 3. 1, 2, 3. Pushen! Rein da, oh, scheiße. Leute, rein da. Los, rein. Nicht nachlassen. Alle rein, sein Regiment durchs Haus durch. Wenn los, jetzt rein da, lila Yeti, nicht zielen, rein da, Tony Tiger, du bist wieder der letzte Mann. Was ist denn hier los? Na ja, Leute, das war ja auch schwach. Alle mal hoch. Ich hab gesagt, pushen, was macht ihr? Bleibt alle da unten stehen, als wäre das ein Saftladen. Jetzt hoch. Ja, hoch mit dir, Leute, hoch. Ja, hoch. Ja, guck mal da. Die wollen nicht kämpfen, sie wollen weitermachen. Hafsa, hinter dir übrigens, und du hast keinen Bajonett aufgepflanzt, gell? Wo ist er? Ich bin tot. Unter dir. Wo ist er? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das war ja auch klar, da waren ja ungefähr doppelt so viele drin wie ihr, oder? Das war ja klar, dass es nichts wird. Aber also als wir angefangen haben, ich geh schon mal Spectator, ja, Nick. Mann, viele sind einfach daran gestorben, dass sie wieder zurückgegangen sind und von hinten. Ja, es gibt sowieso einen Map-Change gleich. ihr hättet nicht zurückgehen dürfen, ihr hättet immer weiter vorpushen. Das Problem ist, wenn in dem Haus ungefähr gleich viele sind wie man selber, dann ist das immer relativ schwierig. Nein, beim letzten Mal waren wir auch weniger. Nee. Doch, die meisten sind einfach nur unten gestorben, weil wir schon reingeschossen haben, als die Tür offen waren. Weißt du, es geht ums Prinzip. Wenn du pushst, dann kann der Gegner nicht nachladen und dann musst du hinten Melee. Und wenn zu viele oben sind, dann wird der Melee geblockt. Ergo, ihr könnt nicht mehr aus der Team killen und den Feind killen. PTS? Ja. Generell war es ein taktisch unkluges Manöver, das Haus zu nehmen, weil solange die in dem Haus verschimmeln, sind auf dem Schlachtfeld viel weniger.
Ja, das Problem ist, wo hätten wir hin? Seht immer an, alle anderen sind im Kampf beschäftigt. Leute, Nightek, ja. Du bleibst nachher im Ding drin. Okay, du darfst noch eine Runde spielen. Ja, so, wenn du nicht willst. Du bleibst drin. Eranor, du machst die nächste Runde, okay? Wandersimulator. Nee, kommandieren. Der Wandersimulator 2000. Okay. Mit dem Bürgerkriegs-DLC. Machst du. Nightek. Eranor macht die nächste Runde, kommandieren. Und dann gehen wir mal, change wir mal, dann bist du mal Spec und dann macht Marius eine Runde, dann mache ich eine Runde und dann ist Lambel rum. So ungefähr. Okay, ich möchte anmerken, wir haben jetzt gleich Anfang dritte Runde und um diese Uhrzeit würden jetzt Nils und Marius wahrscheinlich noch hier rumgammeln und HOE oder Gilde spielen. Nein, wir doch nicht. Oha, das ist aber da ganz mutig. Mit mir will ja niemand Gilde spielen, Mann. Aha. Wir müssen irgendwann mal hier Nils, Marius, der Typ, der eben gesagt hat, man will mit ihm spielen und Nightek. Wir müssen mal irgendwann eine Riesenrunde machen. Und Nightek. Ey, Epsilon, ich hab eine längere. Nightek, wie viele Spieler können auf einer Map? Was ist? Wie viele Spieler können auf einer Map? Ja, was? Bis zu 16. Bei was? Gilde 2. Achso. Und das ist eine ganze Playlist, das heißt, die geht endlos weiter. Wovon redest du? Von Simulatoren? Also den Simulator finde ich wirklich toll, wisst ihr das? Also ich soll euch übrigens von den Typen, die euch in dem Haus abgezogen haben, sagen, dass ihr gut gekämpft habt. Oh, das finde ich aber schön, trotzdem... Dankeschön. Das finde ich aber schön, trotzdem haben verloren, das kann ich nicht eins sagen. Wann sie vom Server? Janik? BTS? Ja. BTS? Ja. Janik, richte ihn hochachtungsvoll aus, fickt euch ins Knie, ihr blöd. Guckt und jetzt seht ihr, was ich meine. Wenn wir gepusht hätten, wären einige durch den Schüsse draufgegangen, aber der hätten mindestens zwei auf einen geschossen. Das heißt, ein Schuss würde immer daneben gehen. Ergo, wir hätten pushen können. Alter, wie geil ausbalanciert das LB heute ist und wie geil. Das ist deine Logik. Alter, Nightek, jetzt tu nicht so, als würdest du hier in Taktik. Leute, gell, ich will schon noch sterben. Ich weiß ja, dass ich will nur mal die Route sehen, die wir gelaufen sind. Leute, ich weiß ja, dass Eigenlob stinkt und so, gell? Aber heute heute muss ich einfach sagen, dieses Line Battle, ich denke, das ist das erste seit langer Zeit, das mal wieder Spaß macht, du. Das gibt's nicht. Das sagst du nur wegen dem Wandersimulator. Ja. Ja, nee, das auch, deswegen auch, aber Alter, ey, Mann, ist ein persönlicher Hero, ey. Der Mann, der Simulator. Da krieg ich dich nicht mehr ein, ey. Ich krieg mich wirklich nicht mehr ein, weißt du? Also ich hab mal die vier Leute ein, die alleine jetzt gerade das Haus halten gegen 25. Nightek, soll ich ein Bacon drauf machen? Ich. Ja. Ein Bacon ich drauf, Nightek, aber gebraten. So keiner will rohes Bacon. Du hast den falschen umgemacht, ne? Nein. Die Union verkackt und der ist von der Union. Ach, für die Union verkackt? Ach stimmt, ich bin zu sehr gewundert, dass die Konföderation. Ach guck mal, da kommt die Kavallerie, um sich das Bacon abzuholen. Ja, die haben doch schon Lasagne. Ja, wir wollen Bacon. Oh Gott, ich hab Nightek noch nie so erlebt, ey. Nee, soll ich euch was sagen? Ich lache eigentlich selten. Aber wenn ich lache, dann feiere ich jeden Scheiß. Ja, ich und der Wandersimulator 2000 ist zum Feiern. Nightek, du lachst nicht, du lachst jedes Mal, wenn du in der Gilde jemanden umbringst. Und das ist verdammt. Nein, stimmt, das kann ich bezeugen. Ja, okay, wann bringe ich denn bitte schon jemanden um in Gilde? Warte. Würden wir jetzt gerade Gilde spielen, dann jetzt. Scharfschütze ist gerade weggelaufen und nachgeladen. If we would play it, right now. Jetzt? So, jetzt. Ruhe. Presse. Yannick, Map Change. Eine kleine Map, wo man den Fall über die Füße läuft, bitte. Aber nicht so klein, dass wir an der gleichen Stelle spawnen. Obwohl, warte mal, Nightek, weißt du noch, welche Theodors Map ist? Gute Frage, nächste Frage. Also, es wird jetzt mal kurz einen kleinen Cut im Video geben, bis gleich.